der FC Augsburg schickt heute eine Elf ins Spiel, die durchaus auch so in der Bundesliga starten könnte. Hier jetzt eingeblendet, ich zähle das mal auf von hinten. Johannes Gelios heute im Tor, dann von rechts nach links in der Viererkette Paul Verhaag, Kapitän Kevin Danso und Martin Hinteregger in der Innenverteidigung, Kostas Stafelidis auf links. Und im defensiven Mittelfeld Daniel Bayer und Neuzugang Rani Khedira. Im offensiven Mittelfeld in der Mitte Cacol Ku. Auf der rechten Seite Neuzugang aus Darmstadt Marcel Heller. Links Takashi Usami und vorne Raul Bobadilla. Der FC Tokio spielt natürlich auch mit 11 Mann. Ich hoffe, ich nenne da jetzt alle richtig im Tor mit Akihiro Hayashi auf der rechten Seite, als Rechtsverteidiger Yuhai Tokunaga, in der Innenverteidigung Kazunori Yoshimoto und Yuichi Maruyama, auf linksaußen Kusuke Ota, im defensiven Mittelfeld Nummer 8 Yojiro Takahagi und Kento Hashimoto, auf links Kaigo Higashi, auf rechts Hiroki Kawano und vorne die Sturmspitze ist Kensuke Nagai. Dahinter noch Peter Utaka, der als einziger Nicht-Japaner in diesem Spiel startet. Er kommt aus Nigeria. Wenn Sie sich wundern übrigens, warum Sergio Cordova, Neuzugang aus Venezuela, und Goiko Kacza nicht in der Aufstellung auftauchen, dann hat das einen ganz einfachen Grund, sitzen nämlich auch nicht auf der Bank. Da hat Gelios richtig gut aufgepasst. Also Cordova und Kacza heute nicht dabei, weil sie auf dem Weg sind, sich ein Visum zu besorgen für die Englandreise des FC Augsburg. Seit 3. Juli befinden sich die Jungs von Trainer Manuel Baum in der Vorbereitung. Gute 2 Wochen jetzt also, 10 Tage davon im Trainingslager in Mals, in dem ganz, ganz hart und intensiv gearbeitet wurde. War eine richtig, richtig gute Zeit, die wir in Südtirol hatten. Und da wollte sich Marcel Heller in die Torschützenliste zum ersten Mal eintragen. Einen Kopfball per Aufsetzer nimmt er da direkt. Für Akihiro Hayashi war das aber kein ganz so großes Problem. Ganz knapp, Raul Bobadilla, beinahe das 1:0. Starker Pass von Martin Hinteregger. Boba kommt da nur noch mit der Fußspitze an die Kugel. Die größte Chance bisher in der 22. Minute, hier 1:0 in Führung zu gehen. Es ist immer noch fast ein ganzer Monat bis zum ersten Pflichtspiel am 13. August gegen den 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal. Erste Runde des DFB-Pokals. Aber Sie wissen bestimmt alle, dass das ein gefährlicher Gegner ist, gegen den wir auch schon mal ausgeschieden sind. Da gilt es sich also die restlichen 4 Wochen weiterhin gut vorzubereiten. Nächste Chance für Raul Bobadilla, vorbereitet von Marcel Heller. Also der FC Augsburg drauf und dran, hier das 1:0 zu erzielen. Wir haben Ihnen die Bank des FC Augsburg noch gar nicht durchgegeben, will ich nicht vorenthalten. Das ist nochmal eine komplette Elf. Moritz Leitner ist da zu finden. Jeffrey Chaoelo und der nächste gute Versuch, Takashi Usami, gefährlich, knapp links vorbei, da macht sich
Akihiro Hayashi lang. Aber wer weiß, ob er da noch rangekommen wäre. Nachspielzeit gibt es keine. Erste Halbzeit ist vorbei. 0:0 immer noch zwischen dem FC Augsburg und dem FC Tokio. Der FCA hatte ein großes Chancenplus auf seiner Seite zu verzeichnen, konnte die Möglichkeiten bisher noch nicht nutzen. Wir gucken mal, wie es weitergeht in der zweiten Hälfte, hoffen dann natürlich noch auf das ein oder andere Tor. Wie war es? Ungewohnt oder ganz normales Spiel? Ja klar, ungewohnt, weil du keinen wirklich kennst. Und du nicht weißt, was dich erwartet, und von daher war es, glaube ich, ein guter Test gegen eine gute Mannschaft. Man merkt, dass die Jungs mitten in der Saison eigentlich mehr oder weniger sind, auch wenn da gerade Pause ist, und ja, wir noch mitten in der Vorbereitung. Und da ist es, das 1:0. Michael Gregoritsch, Neuzugang, hat nicht lange gedauert, haben sie sich wohl zu Herzen genommen, die Jungs des FCA. Wer weiß, wie da die Kabinenansprache von Manuel Baum ausgefallen ist. Hier sehen wir es nochmal, klasse vorbereitet von Erik Tommy und noch besser abgeschlossen von Michael Gregoritsch. 1:0, hoch verdient für den FC Augsburg. Da stehen beim Freistoß eben Nakajima, der gerade gefoult wurde, Nummer 23, und die Nummer 25, Ogawa, der da noch anzeigt, wo seine Kollegen hin sollen. Und dann schauen wir mal, was die Gäste draus machen. Viel. 1:1. Guter Freistoß von Nakajima. Hätte nicht sein müssen. Aber ich glaube, da war nicht allzu viel zu machen für Fabian Giefer. Gucken wir uns sicher gleich nochmal an. Gerade haben wir es gesagt. Nakajima macht viel Betrieb da vorne im offensiven Mittelfeld. Und auch der Freistoß war richtig gut getreten. Giefer noch dran, aber da war nichts mehr zu machen. Gibt nochmal einen Freistoß kurz vor Schluss. Sache für Erik Tommy, der sich da die Kugel zurechtlegt, und vielleicht wird es für ihn hier nochmal gefährlich für Takuo Okubo im Kasten von Tokio. Flanke ist gut und der Abschluss genauso gut. Punktlandung 2:1 durch Christoph Janker, Innenverteidiger. Klasse gemacht, starker Freistoß von Erik Tommy. Noch besserer Abschluss von Christoph Janker, und der Schiedsrichter pfeift nicht mal mehr an. 2:1 gewinnt der FC Augsburg hier diesen Testkick gegen den FC Tokio. Und für uns war das ein super Finish hier, auch wenn es in der zweiten Halbzeit mit Sicherheit nicht so einfach war. Tokio hat uns das Leben wirklich schwer gemacht. 1:0 in Führung gegangen durch Michael Gregoritsch, dann der Ausgleich durch Nakajima, 62. Und jetzt in der 90. plus ein paar Sekunden Christoph Janker zum 2:1. Der Endstand hier in Buch. Lohe, würdiger Abschluss eines guten bis sehr guten Testspiels, vor allem was die Rahmenbedingungen angeht. Auch von unserer Seite nochmals danke an den FC Buchloe für die tolle Organisation.